Heute gibt's die Preview für unsere letzten beiden Folgen. Schaut auf jeden Fall rein. Es wird emotional. Let's go, Girls. Woo. Sollen wir Musik da machen? Ich tue die einfach irgendwo mal hin. Also das Lied in der Weihnachtsbäckerei ist eigentlich immer passend, weil man kann auch einfach sich so das Weihnachtsvorbäckerei wegdenken und dann ist es in der Bäckerei. Oh no! Wir wollten ja wirklich einen tollen Kuchen für Manuela machen und wenn es wirklich darum geht, jemanden zu überzeugen und glücklich zu machen und wirklich Liebe reinzustecken, muss da ein bisschen Ordnung rein, ein bisschen Plan rein. Es steht da eine Grammanzahl, wie viel Zucker wir benutzen sollen? 25 Gramm. Let's go! Oh, das ja, ist, das, ist, das ist viel zu viel. Wir sollen keinen Zuckerschock nehmen. Oh. Okay. Als Hannah dann Freestyle backen wollte, war ich ein bisschen geschockt. Gut, jetzt müssen wir Schokolade schmilzen und dann Kakaopulver rein. Kippst du das mal in die Masse rein? Ja, super. Das ist mich ein bisschen angekokelt. Ja. Das ist auch angekokelt. Egal. Wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, dass die Sache dort auch total in die Hose geht. Einfach weil wir haben bis jetzt einmal richtig gekocht. Sonst ist alles schief gegangen. Ja, so 50 Minuten wird schon reichen. Im Schwimmbad sollen die Mädchen jetzt lernen, Menschen in Not aus dem Wasser zu retten. Nachdem Grace vorgemacht hat, wie es geht, müssen Mailin und Maxim zeigen, dass sie das Zeug zur Rettungsschwimmerin haben. Now I will you try to do it. So I jump in now, right? Here. Ich drohne? Ja. Die Wasserrettung von mir und Maxi war alles andere als professionell. No. You cannot go to the front. Okay. You stop. And he said, take it easy, I will help you. And I go to back. Ich glaube, Merlin hat es halt falsch, so eine falsche Technik angewendet, weil man sich selbst in Gefahr bringt. Okay. Oh. Es ist alles gut. Ich werde dich. Ich hab dich. Okay. Ab dem Faustding. Ich kann nicht mehr. Ich habe es nicht wirklich geschafft, sie richtig zu retten. Einfach auch, weil das für uns so eine außergewöhnliche Situation ist. Und dementsprechend hat das alles nicht so ganz so gut geklappt. So, how did we do? We need to do it better. Dann durfte ich ja auch mal Merlin abschleppen und das ging schon viel besser. I'm going to help you now. Go. Warte, dein Kopf noch hin, Digga. Da musst du ja irgendwie anderen Menschen so über Wasser halten und auch wenn er zum Beispiel richtig bewusstlos ist, musst du auch irgendwie den Kopf hochhalten und schauen, dass halt kein Wasser irgendwie in den Mund kommt und selbst versuchst irgendwie über Wasser zu bleiben, aber das war schon echt anstrengend. Okay, bist du gerettet? Ja. Bravo. So. Es riecht auf jeden Fall schon schokoladig. Ja. Oh. Bisschen verbrannt. Wir sind halt einfach chaotisch, das passiert auch einfach mal. Aber wir haben uns angestrengt. Also, das hätte nicht passieren sollen. Ist das verbrannt? Ja. Deswegen, wir schneiden das einfach weg. Korrekt. Geht das? Oh! Oh! Ja! Okay, ja, lass ihn in Form schneiden, oder? So, ich glaube, das reicht dann auch. So. Wirklich? Kannst du mal probieren? Ja. Schmeckt? Schmeckt. Auch ich mag keinen Schokokuchen. Ich mag das einfach nicht. Ich wusste nicht, soll ich jetzt die Freundschaft abbrechen oder was soll ich aus der WG ausziehen? Weil, wie kann man Schokolade nicht mögen? Aber der ist gut. Perfekt. Mein Gott, da haben wir jetzt aber ganz schön viel gequatscht, ne? Wunderschön. Einmal die Marmelade. Macht man das so? Ja, man macht das einfach so in die Mitte rein. Dann kommt richtig nice die Glasur und dann ist es richtig krank lecker. Sieht ja schon richtig gut aus. Perfekt. Yep. Dann ready, steady, go. Oh.
das sieht so gut aus. Wer steht hinter diesem Tor? Ich kenne ihn nicht. Wo die ersten Mädchen durch die Tür kamen, waren wir so, oh, oh mein Gott. Wer sind die überhaupt? Wer sind die? Hallo, Ola. Wir kennen euch nicht, wir haben euch noch nie gesehen. Die sind vom Meer. Echt? Das ist die, die nicht einmal mit uns geredet hat. Die Mädchen hatten eine Gruppe Jugendlicher am Strand getroffen und zur Party eingeladen. Und zwei von ihnen sind der Einladung tatsächlich gefolgt. You also get a party hat. Ich glaube, mit den ersten Gästen ist es oft so, dass man nicht genau weiß, wie man die Party starten soll, weil es halt immer noch so wenig Leute sind. We can show you the house if you yeah. want to. Yeah, okay. I'd like to. Yeah, so this is our living room. Yeah, we hang out here a lot and chill, watch TV. Scheiße, Leute. Alter. Ey, Leute, warum kommt hier keiner? Ich zeig denen einmal die Nebelmaschine. Okay. Wow. Yeah, it's really nice. It's great, or? Do you know any German word? I mean, she speaks German, so. Really? Ich mach grad Auslandsjahr in Portugal, deswegen. Was? Es war sehr, sehr unangenehm, dass die uns die ganze Zeit verstanden hat. Scheiße, und wir labern hier einen davon, dass sie uns nicht. Nee, aber kein Spaß. Also, es war einfach krass. Sie haben den ganzen Anfang verstanden, was wir gesagt haben. Die ganze Zeit. Wer sind die? Leute! Leute! Oh, Gäste! Die Mädchen kennen sich von einem gemeinsamen Rollschuh-Disco-Kurs. Und alle hatten sich auf Anhieb gut verstanden. Gott, das jetzt sind wir underdressed. Ja, jetzt sind wir underdressed hier. Warum sehen die so schön aus? Die haben das Outfit sehr gut getroffen. Die hatten auch kurze Kleider an. Dann habe ich mich nicht mehr so alleine gefühlt. Wow, you look so beautiful. Sie sah richtig cool aus. So, sie hat sich richtig schön geschminkt, mit einem schönen Kleid, ihre Haare gemacht. Und es war einfach perfekt zum Red Carpet. Leute! Oh, Anna! Oh, beautiful! Ich habe mich riesig gefreut. Und da habe ich auch noch mal gemerkt, dass wir ihr, glaube ich, auch genauso ans Herz gewachsen sind, wie sie uns. Do you want something to drink? Sing. Okay. Mir war es total wichtig, dass es nicht ultra unangenehm für die Gäste ist. Wir kennen uns ja, die kennen uns gar nicht so gut. Und deswegen habe ich dann schnell Musik hergebracht, Musik verbindet und dann ging das schon locker. Wir essen jetzt was? Dann gehen wir rein und machen gute Schnuppe Musik und tanzen dann Party drauf. Das machen wir. Unsere Stimmungskurve bei der Party war wirklich eher so und dann gehen die so. Ja. Die Stimmung war richtig krass. Wir haben die coolsten Lieder angemacht. Man hat den Dancefloor richtig wackeln gesehen, so crazy waren wir. Wir haben uns dann so einen Tanz gezeigt und dann haben wir alle mitgemacht. Arme in die Luft und kamen gedreht. Ey, wie geil, Leute! Das war richtig cool. Wir haben wirklich unsere Seele aus dem Leib getanzt. Es war so cool, es war die richtige Partystimmung, die Leute sind abgedanced. Es war einfach unbeschreiblich, wir haben uns einfach gefühlt und wir sind einfach
komplett abgegangen, weil der Musik ist voll cool. Ja. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann schaut mal bei ZDF TV vorbei. Dort findet ihr die ganzen Folgen.